So, Freunde, ich habe den Stream jetzt neu gestartet. Wir haben keine verworfenen Frames mehr. Das ist perfekt. Ich schreibe nochmal kurz in den Chat, dass ich den Stream neu gestartet habe. So. Sehr schön. Das hat geholfen, ne? Einmal kurz neu starten. Da hatten wir ja richtig Glück, dass in dem Moment, wo ich gestartet habe mit dem Stream, dass sich das alles stabilisiert hat. Ich werde jetzt nochmal kurz mein Firefox ein bisschen schließen, beziehungsweise mein Chrome, damit wir da keine Probleme kriegen. Warte kurz. Ich bin gleich da bei euch. Ich werde nur einmal ganz kurz die Seiten schließen, die am häufigsten vom Upload betroffen sind. Okay. Das dürfte jetzt helfen. Facebook brauche ich nicht. Also ganz ehrlich, Facebook frisst so viel. Das muss weg, das muss weg. Ich habe noch ganz viele YouTube-Videos offen. Okay. So, Freunde, seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir gehen legen los. Bam. Und damit wir alles natürlich beim Richtigen haben, werde ich für alle, die auf YouTube heute Abend einschalten, natürlich wieder meine Ansage machen. Und zwar auf 3, 2, 1, 0. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter in der Stream-Version. Und wir werden heute eine Stunde, vielleicht eineinhalb spielen, je nachdem, wie viel wir zu tun haben und was mein Internet sagt. Ich werde meine Augen ziemlich oft jetzt auf den zweiten Bildschirm gerichtet haben, um zu gucken, ob der Stream noch läuft, ob die Verbindung gut ist. Und mal gucken. Was? Okay. Wir kriegen also eine kleine Info. Ich glaube, es gab... Das ist die Info vom Update. Wieso bekommen wir die jetzt erst? Okay. Um dein Spielerlebnis so angenehm und störungsfrei wie möglich zu gestalten, haben Vault-Tec-Ingenieure einige spannende neue Features eingebaut. Neue Katastrophen, Maulwurfsratten und Todeskrallen. Mr. Handy jetzt in Lunchboxen und im Store. Da haben wir jetzt den Beweis, Freunde. In den Lunchboxen gibt's das Zeug. Bam. So, Ziele angepasst und ausbalanciert, Fehlerbehebungen und Optimierung. Ich würde sagen, das kommt verdammt spät, ne? Gut, schauen wir erstmal, wie es hier abläuft. Das ist perfekt, gut. Ich würde sagen, ich werde mich mal mit Rebecca absprechen, wie der neue Name unserer Tochter heißen wird. Was sagst du, Rebecca? Soll sie wieder Seberka heißen oder vielleicht anders? Bin gespannt. Lass uns mal so ein bisschen schnacken. Wie wollen wir unser Kind nennen? Ja, ist gut. Hab ich vergessen. Deswegen haben wir hier mal eine Leerzeile gemacht, damit der Name angenommen wird. Sehr schön. Ich hoffe, wir werden heute nicht von Todeskrallen angegriffen. Das wäre ein bisschen blöd. Und ich sollte mal den Mod-Chat mit aufmachen. Sehr schön. Ah, Mr. Superkeks ist auch am Start. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt erstmal die Ressourcen eingesammelt. Zack, zack, zack. Wieso liegt da noch eine Leiche? Wo kommt die her? Okay, Hauptsache ich habe sie rechtzeitig gesehen. Es warten sehr, sehr viele Leute draußen. Silot, es sind genug Mods da, ja. Spomi ist am Start, die anderen sind auch alle am Start, alles cool. Wir sind alle nur gerade ein bisschen AFK, wahrscheinlich auf Klo kurz gehen. Und dann sind sie wieder da, Ich habe auch den Masterplan jetzt bearbeitet. Ich muss ihn nur ganz kurz abspeichern und ich werde mal meine Tastleiste kurz wegschieben, weil sie höchstwahrscheinlich störend ist. Plopp. So, dann öffne ich mal den Kram. Speichern. Speichere das mal hier direkt. Ich habe es gerade vergessen. Ich wollte es gerade eigentlich machen. Aber egal. Der Masterplan. So, jetzt muss ich kurz den Masterplan hier rausfiltern. Da ist er doch.
So, und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Masterplan an. Und ich schließe mal diese dreckige Seite hier. So, schauen wir uns mal den Masterplan an. Ich habe ihn ein bisschen überarbeitet. So, jetzt dürft ihr den sehen, ne? Genau, ich glaube, so ist gut. Ah, so ist perfekt. So, ja gut, ich habe schon wieder verkackt. So, wie gehe ich jetzt nach oben und unten? Habe ich das gerade im Windows Media... Ich dachte schon, ich hätte das im Windows Media Player aufgemacht. Aber ich will doch die ganze Seite sehen. Irgendwie fehlt hier ein Balken. Achso, okay. Sorry, ich bin auf einen Knopf gekommen. So, der Masterplan. Jetzt dürften alle wieder da drinnen sein. Hier habe ich alles ein bisschen überarbeitet. Und hier haben wir einen Raum. Den habe ich jetzt hinzugefügt. Das ist der Raum, wo die Todeskrallen reinlaufen und zurückgehen, um dann wieder zu den Spartans zu kommen. Denn wenn die Todeskrallen wieder zurücklaufen, dann müssen sie nochmal durch den Spartanraum und da kämpfen. Das hier ist der Eingang, das kennen wir schon. Hier haben wir das Trainingsbereich. Ich habe das alles ein bisschen besser skaliert, sodass es wirklich jetzt 1:1 ist. Ich habe so ein verdammtes Screenshot gemacht von meinem Spiel, um genau die Maße zu haben von den Räumen. Deswegen ist das jetzt alles perfekt angepasst. Und wir gehen jetzt mal weiter runter. Hier haben wir das Nuka-Cola. Hier haben wir nochmal Nuka-Cola und Lager, kennen wir ja schon. Das hier ist unser Problembereich. Vielleicht sollte ich mir da doch noch etwas ausdenken. So sieht es derzeit aus. Ja, sieht schon fast danach aus. Es fehlen halt nur noch zwei Fahrstühle bei uns. Der hier fehlen. Und dann dürfte es genauso aussehen. Ich muss mir da noch was überlegen. Ich werde höchstwahrscheinlich diese hier entfernen. Den hier und den hier. Sodass die Garten-Dinger rechts anliegen und das Radio dann links anliegt. Da haben wir so auch so ein bisschen optisches Spielraum, ne? Und die Fahrstühle werden billiger. Fahrstühle werden auf jeden Fall billiger. So, hier haben wir den Aufseherraum, den habe ich auch angepasst. Hier haben wir jetzt drei und das passt schon, das sieht eigentlich vernünftig aus. Hier haben wir den Wohnbereich, der sieht genauso aus wie vorher, nur dass hier halt Essen und hier jetzt Wasser ist. Das haben wir auch schon fertig gemacht in unserer World. Und hier habe ich die Bereiche, die habe ich noch nicht beschriftet. Bei uns in der World ist gerade ein Feuer ausgebrochen, wundert euch nicht. Hier sollen die Stimpacks hergestellt werden, genauso wie hier. Und hier soll dann Redway sein. Und das hier sind halt unsere Elektrizitätswerke. Und hier können wir noch hinbauen, was wir wollen. Je nachdem, was wir brauchen. So dass wir hauptsächlich noch Platz haben für irgendwelche neuen Gebäude, die vielleicht kommen sollten. Oder hast du nicht gesehen, falls wir wieder was brauchen. So, ich verkleinere mal das Ganze. Gut, die Maus aus dem Bild. Und wir warten, bis das Feuer gelöscht wird. Sind schon einige von unseren Spartans am Start. Ne, Lorcan. Na gut, Lorcan, wir schicken dich mal rein. Wir brauchen das Geld ganz dringend. Wir sammeln jetzt erstmal das Geld und dann versuchen wir die Vault halbwegs gut auszubauen. Dass wir ziemlich viel schaffen. Ich würde das am liebsten mit den Fahrstühlen, würde ich das sehr gerne schaffen. Dass wir die Fahrstühle wenigstens einigermaßen schon haben. Ich meine, den Großteil der Fahrstühle haben wir schon, ne? Den Großteil der Fahrstühle haben wir schon. Es fehlt halt nur noch dieser Bereich, wo es hier hoch geht. Und die ganze rechte Seite. Das dürfte teuer werden. Das dürfte teuer werden, das kann ich euch sagen. Naja. Okay. So, Rebecca, hör auf mit mir zu tanzen. Das ist gefährlich, wenn du mit mir tanzt. Das macht mich heiß. Und dann müssen wir telefonieren gehen, um ein bisschen kühler zu werden. So, dann sammeln wir mal den nächsten Kram ein. Ich denke mal, so um die 25.000 werden wir schon hinkriegen, ne? Wäre auf jeden Fall ganz gut. So, der nächste. Ah, kriegen wir locker hin. Wobei, Matoking hat jetzt nicht wirklich viel mitgebracht. Den müssen wir aber gleich wieder losschicken. Wir werden als allererstes natürlich die ganzen Spartaner losschicken, damit die ihre 50 erreichen. Ich habe eigentlich gedacht, wir hätten das diese Woche schon längst erreicht, in diesen 50, aber das wird anscheinend noch nichts. Naja. Und irgendwie bringt keiner mehr so viel Geld mit, ne?
Ich habe gehofft, dass irgendwer wieder irgendwie 9000 oder so vorbeibringt. Übrigens habe ich neue Infos für euch mit den, wie heißen die nochmal, Mr. Handys. Mr. Handys laufen circa 6 bis 7 Tage. Dann haben sie 5000 Kronkorken eingesammelt. Dann haben sie 5000 Kronkorken eingesammelt und dann laufen sie automatisch zurück. Mehr als 5000 Kronkorken nehmen sie nicht mit. Das ist alles. Ist schon irgendwo ein bisschen traurig, dass sie dann 7 Tage unterwegs sind für so wenig. Ist etwas enttäuschend, aber gut. Man muss dazu sagen, für einen Gegenstand, den man kaufen kann von am Beginn deiner Vault, die dir dann 5000 Kronkorken von Anfang an bringt, nach einer Woche, ist schon nicht schlecht, wenn man selten spielt, muss man dazu sagen, ne? So. Damit hätten wir es gleich auf jeden Fall. Zack. Oh, was hast du denn damit gebracht? Panzerbrechende 10mm Pistole. Naja, immerhin. Habe ich eigentlich irgendwelche 50er losgeschickt? Oh mein Gott, wir haben knapp. Ja, wie gesagt, 25.000. Naja. Pfizer, du musst einen Kommentar unter der letzten Folge schreiben auf YouTube. Da schreibst du deinen Namen drauf und hast nicht gesehen, was du so werden möchtest. Und dann packe ich dich auf die Liste. Und dann wirst du irgendwann dazukommen. Gut, wir haben jetzt 23.000. Wir haben allerdings gestern noch sehr viele ins Ödland geschickt zum Verrecken. Ups. Und die müssen wir natürlich wiederbeleben, ne? Also ist die Frage, für wie viel Geld bleibt uns gleich noch übrig? Dann haben wir schon mal Tobias. Der bringt uns wenigstens ein bisschen Kronkorken mit. So, dann gehen wir mal weiter. Christian Meichner lebt noch. Ich dachte, wir haben ganz viele losgeschickt gestern. Habe ich echt nur einen gestern losgeschickt? Ach nee, die sind wahrscheinlich noch am Leben. Natürlich, die laufen ja durch. Okay, tot. Müssen wir gleich mal töten. Z-Lord, mein Freund. 5000 Kronkorken. Der erste, der Level 50 gekommen ist, Z-Lord. Sehr schön. Dann komm mal zurück. Sehr gut. Shit. Oh, warum? Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ja, ich glaube ich auch. Ich habe gestern 2 losgeschickt, aber die müssten alle noch laufen. Okay, du gehst mal nach oben zum Helfen, du gehst nach oben zum Helfen, du gehst nach oben zum Helfen und du gehst nach oben zum Helfen. Ich glaube, ihr müsstet höherlevelig sein. Höherlevelig. Ist das überhaupt ein richtiger Name? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind aber nur noch 2. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da kommen die Helfer. Und die Todeskrallen verziehen sich. Es wäre tatsächlich praktisch, wenn wir 2 Fahrstühle hätten. Wir müssen erstmal darauf achten, dass keiner stirbt, Freunde. Okay, die haben es überlebt. Dann geht's jetzt zurück. Ah, oh, ich hätte Mr. Handy auch hochschicken sollen, ne? Dann Mr. Handy, geh mal hoch. Oh Gott, da stirbt jemand. Nein, ich kann nicht rechtzeitig draufdrücken. Ah! Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hasse es, wenn Leute sterben. Gibt nichts Schlimmeres. Und Verzeihung, ich glaube, ich muss... Niesen! Das war gerade kurz ein Huster im Lisa drin. Okay, würden jetzt bitte alle Leute automatisch zurücklaufen? Das wäre cool. Okay, wir haben eine Leiche. Unschön, unschön. Gut, die werden jetzt alle verwirrt durch die Gegend laufen, aber gut. Kümmern wir uns erstmal um uns, ne? So. Weiter geht's. Fahrstühle oder Gebäude? Das ist hier die Frage. Ich denke mal, wir haben den Grundriss ja schon zusammengebaut. 20.000 haben wir noch circa. Das heißt, ein Gebäude können wir bestimmt bauen. So. Bam, bam, bam.
Ich würde sagen, wir bauen neue Gebäude. Ich würde am liebsten diese Fahrstühle hier schon abreißen, die wir hier sehen. Den hier, der hier und der hier gehen ja weg. Allerdings kommen die Leute dann nicht mehr runter. Das heißt, hier müssen wir erstmal welche hinbauen. Das heißt, im Großen und Ganzen würde es sich nicht lohnen, die Fahrstühle abzureißen. Es würde nämlich nur Minus machen. Das heißt, wir machen das zum Schluss. Wir könnten die Wohngebäude machen, ne? Aber die sind so sauteuer bestimmt. Ach du Scheiße. 2000. Naja. Gut, wie viele Leute können wir fassen? Gut, wir bauen jetzt erstmal eine Dreierbaracke. Das war verdammt scheiße. Oh, ich war voll in der falschen Zeile. Wir haben 2000 Kronkorken verschleudert. Ja, das war's. Wir sind blank. Wir sind schon wieder blank. Oh Gott. So. Zeit, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Ich meine, es ist noch kaum noch was hier, ne? Es ist kaum noch was hier. Wir haben es bald geschafft. Ich weiß nur nicht, wohin mit den Leuten. Wobei, wir stecken sie alle mal in den neuen Raum. Meine ganze Familie, ab in den neuen Raum, bitte. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. Das heißt, diesen Scheißraum können wir jetzt erstmal verkaufen. So, und langsam löst sich alles. Bam, bam, bam. Gut, gut, gut. Können wir den nächsten Raum auch schon verkaufen? Wir können jetzt 166 Bewohner fassen, ne? Ich bin mir sicher, dass diese Dinger 20 fassen können. Ach, wir haben noch die, wir haben diese plus 2, ne? Bounce! Was geht? Die kehren zurück, ne? Bertha ist in 47 Minuten da mit 3000 Kronkorken. Das kann auf jeden Fall schon mal helfen. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir können jetzt ein bisschen sparsamer sein, indem wir einfach eine einzige Baracke hinbauen. Die müssen wir auch nicht ausbilden. Die sollte da einfach nur drinnen stehen, damit wir rüberbauen können. So. Dann können wir nämlich bestimmt auch diese Baracke hier löschen. Geh mal da hoch, Dude. Ich bin ein Genie. So, ein Raum weniger. 7000 Kronkorken haben wir noch. Was machen wir jetzt? Dieser Raum bleibt ja sowieso. Der geht ja nicht weg. Es bleibt eigentlich nur übrig, die Fahrstühle zu bauen, ne? Fahrstühle. Was haben wir hier noch für Räume? Wir könnten den Supergenerator umsiedeln. Der ist aber auch so teuer, ne? Wir haben hier noch eine Cafeteria. Die Cafeteria! Die ist doch jetzt da! Okay, perfekt, perfekt. Dann würde ich sagen, wo schicken wir euch hin? Da passen auf jeden Fall zwei rein. Und da passen da oben zwei rein. So. Was? Da hat sich einer versteckt. Dreck. Okay, wo packen wir dich hin? Wo packen wir dich hin, mein Freund? In einen der Lager, so. Ab ins Lager mit ihm. Sie, Lord, meine Familie, die wird in einer Nuka-Cola-Fabrik arbeiten alleine. Das ist der Plan. Das heißt, bis dahin wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Aber wir kriegen das hin. Ich meine, guckt euch das an. Wir sind fast schon fertig mit der Struktur. Ich meine, das ganze Ausbauen wird bestimmt noch so 100.000 bis 200.000 Kronkorken kosten. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. So. Wir könnten an Fahrstühlen sparen, indem wir jetzt den Raum hier benutzen, ne? Theoretisch. Ich weiß nicht. Wir platzieren erstmal die Jungs um, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. So, das wäre Nummer 1. Das wäre Nummer 2.
Ach, jetzt rennt er los, ne? Wie er mich verarscht hat. Hat er erstmal gewartet, bis ich nochmal grabbe. So, und der letzte. Dann können wir diesen Raum. Wir können den Raum nicht löschen, weil da eine Baracke ist. Ah, ist das mies. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Fahrstuhl bauen. Den bauen wir mal dahin. Wir haben noch 6000 Kronkorken. Pfizer, ich habe keinen Rang. Ich habe das Ding jetzt, ich habe CSGO 10 Minuten gespielt. Und ich bin scheiße drin. Und zwar jetzt kommt's, weil ich eigentlich auf der Konsole Shooter spiele. Und wenn ein Consolero eine Maus und Tastatur in die Hand nimmt, um einen Shooter zu spielen, da würde er einfach nur verkacken, aber aufs Übelste. Und genau das ist mir passiert. Ich habe aufs Übelste verkackt. Yannick, der Fallout-Boss. Auch kein schlechter Name. So. Wir müssen diesen Raum hier vernichten. Wir müssen diesen Raum vernichten, dann kommen wir nämlich an den hier ran und der ist immerhin 300 wert. Und der ist... Oh, gut, gut, okay. Ich dachte, der wäre mindestens 2000 wert. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Seht ihr das hier? Wieso zur Hölle fehlt hier ein Fahrstuhl? Hä? Das ist doch unmöglich. Das kann doch nicht sein. Ich habe hundertprozentig die Proportion genommen. Kleinen Moment. Wir gucken noch mal kurz nach. Wo ist das Bild? Da ist das Bild. So. Ah, ich hab's verkackt. Läuft. Okay, läuft. Hier oben. Das sind doch die Proportionen der Wall. Ich hab's wirklich 1:1 übernommen. Nein! Ich hab's verkackt. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream sehen könnt, aber hier sind überall Kästchen auf diesem Bild. Und ein kleiner Bereich beinhaltet drei dieser Kästchen. Das ist so ein großer Bereich. Allerdings habe ich verkackt und habe hier ein Viererkästchen. Nein. Okay, heute wird in der Beschreibung immer noch nicht der Masterplan verlinkt sein, weil ich dieses Problem hier lösen muss. Ich meine... Höchstwahrscheinlich werde ich einfach nur im Fahrstuhl zwischenquatschen, aber zwischenklatschen, aber egal. Ich bin frustriert gerade. Mein Masterplan geht nicht so auf, wie ich es möchte. Warum nicht? Das ist doch unmöglich. Na ja, gut, scheiß drauf. Tschüss, Fahrstuhl. War mir eine Freude, dass du ein Wichser bist. Wenigstens sind die recht billig geworden mittlerweile wieder, ne? Wobei, waren sie schon immer so? Ja, gut, wir löschen den Raum. Wir löschen diesen nervigen Raum! Ich will das nicht! Nein! Ich will das nicht, nein. Scheiß auf diesen Raum. Wir lassen ihn bitte leer. Hab ich keinen Bock drauf. Moment. Aber wenn das nicht aufgeht, dann geht das hier unten auch nicht auf. Wie groß ist so ein Raum? Nee, es geht auch nicht auf. Es ist die Verzweiflung pur. Ja. Fahrstühle verbauen ist eine Sache, aber symmetrisch zu bleiben die andere. Okay. Okay. Ich sammle erstmal die Rohstoffe ein. Ich wundere mich überhaupt, dass uns die Rohstoffe gar nicht ausgehen. Ich meine, wir hängen hier stundenlang auf dem Bildschirm und überlegen, anstatt zu bauen. Und das geht einfach nicht aus. Gut, weißt du was?
Ich pfeife auf diesen Fahrstuhl und ich pfeife auf diesen Raum. Der geht jetzt weg. Das ist mir alles Wumpe. Komm. Weg mit diesem scheiß Raum. Ich werde ihn aus dem Masterplan streichen. Zerstören. Okay, dieser eine Raum vernichtet alles. Moment, natürlich passt da ein Zweierraum rein. Da, hier passt doch ein Zweierraum rein. Da muss da auch ein Zweierraum reinpassen. So. Yannick, der Fallout-Boss, du hast recht, es ist natürlich schön und koordiniert, aber nur, weil ich es so gemacht habe. Das ist quasi der Anfang, der Beginn des Masterplans, deswegen sieht das so koordiniert aus. Vorher war hier oben einfach nur so ein fetter Scheißklumpen voller Gebäude, die wir entfernt haben. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich habe jetzt quasi diesen Masterplan entwickelt, den du gerade gesehen hast, um das Ganze zu verschönern. Und dieser fucking Raum kommt weg und wir werden stattdessen da einfach so einen Doppelraum hinpacken. Und gut, dass ich meinen Maus gerade gesehen habe. Gut. Wir werden diesen einzelnen Raum einfach hier oben hinpacken. Hier, da. Scheiß drauf. Oder wir packen ihn woanders hin. Wer weiß. Oder vielleicht mache ich hier noch so einen kleinen Raum für die Kinder. Ich glaube, da ist jemand gerade in die Vault eingebrochen. Mal gucken, das können wir alles besprechen, Freunde, sobald wir soweit sind, dass Masterplan soweit aufgebaut ist. Dann wird das schon. Guck dir mal, wie stark die Jungs geworden sind, ey. Wisst ihr, was wir machen werden? So, ich habe eine Idee. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Leuten. Wir haben so wenig Gebäude. Ich habe keine Ahnung, wohin mit denen. Oh Gott. Ich würde sagen, wir schicken euch mal kurz da. Irgendwo, wo Platz ist. Scheiß drauf. Irgendwo, wo Platz ist. Ich meine, derzeit haben wir überhaupt gar keine Probleme mit Ressourcen. Wir schicken die Leute jetzt irgendwo hin. Wir können das später alles koordinieren, wenn die Gebäude gelöscht werden. So, dann gehst du mal. Ist da noch irgendwo Platz? Ich hoffe. Da ist auf jeden Fall noch Platz. Und da ist auf jeden Fall noch Platz. Ich habe Folgendes überlegt. Solange unsere Spartans nicht da sind, trainieren einfach unsere Türsteher. Wo ist das Problem? Der Raum ist gleich nebenan. Das kann man benutzen, oder? Finde ich schon. Finde ich schon. Gut. Das hätten wir gelöst. Verbindung ist auch noch alles in Ordnung. Ich bin begeistert. So. Gut, wir haben 4000 Kronkorken. Was machen wir jetzt mit den 4000 Kronkorken? Mehr Fahrstühle? Ich glaube, mehr Fahrstühle, ne? Mehr Fahrstühle klingt gut. Überlege gerade etwas. Ne, komm, wir lassen es, wir lassen es. Ich wollte gerade überlegen, ob wir die Fahrstühle hier schon hinbauen. Das machen wir noch nicht. Ich will das Geld sparen. Wir müssen jetzt tatsächlich erstmal zwei Lagerräume bauen. Und zwar einer dahin und einer dahin. Achso, dahin. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Lagerraum hin? Ich bin einfach nur in der Zeile verrutscht. Bei mir steht noch der falsche Titel. Oh. Das kann ich klären. Ich hätte gedacht, dass ich das gemacht hätte. So, ich ziehe das hier mal kurz rüber. Auf meinen zweiten Bildschirm. Tatsächlich, hier steht auch Skywatch. Kleinen Moment. Fallout. Shelter. Fallout. Shelter. Deutsch. So. Ist aktualisiert, Freunde. Alles ist cool. So. Von hier aus werden wir es genauso wie auf der anderen Seite machen. Wir werden Fahrstühle runterbauen. Wir werden das heute höchstwahrscheinlich nicht schaffen, obwohl Bertha kommt ja gleich nach Hause, ne? Wenn Bertha gleich nach Hause kommt, könnte das tatsächlich ein bisschen besser werden. Fahrstühle. Wir können maximal 3 Fahrstühle bauen, glaube ich. Okay, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3. Wir brauchen noch 3 Fahrstühle. Okay, das waren die 3 Fahrstühle. Schade. Wenn jetzt Leute sterben, haben wir ein Problem.
Aber egal. Da wir jetzt damit fertig sind, würde ich sagen, schicken wir noch ein paar Ödländer raus und vielleicht werden wir heute auch noch ein paar Kinder zeugen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht, wobei... Ich weiß ja jetzt nicht mehr, wohin mit den ganzen Leuten. Bis die ganze Struktur der Vault überhaupt besteht, können wir mit den Leuten hier nichts anfangen. Die laufen hier verwirrt durch die Gegend. Da, überall Leute. Das kotzt mich so ein bisschen an. Aber gut. Suchen wir mal unsere Ödländer zusammen. Bobo Beutling macht Pause. Wobei, wir gucken erstmal nach unseren Spartans, ne? Wir gucken erstmal nach unseren Spartans. Huch, Jason ist tot. Ich brauche 1000 Kronkorken. Ich brauche 1000 Kronkorken. Ist hier noch irgendwo eine Leiche? Oder irgendjemand, den wir schnell zurückschicken müssen? Also, wir gucken einmal all unsere Ödländer an, die gerade unterwegs sind. So, Zero läuft sowieso nach Hause. Axon läuft auch nach Hause. Braucht noch 5 Stunden. Gut, so lange werden wir nicht mehr streamen. 13 Stunden, 34 Minuten wert da. Den werden wir noch mitbekommen. Der wird noch nach Hause kommen. Kalurak, ich kann dich gerne rausschicken. Gar kein Problem. Wir müssen sowieso ganz viele rausschicken. Jason ist tot. Zealot läuft, braucht nur einen Tag. Tobias, ja, Zealot haben wir gerade erst wiederbelebt, ne? Da haben wir Mrs. Tod, die töten wir gleich mal. Scream läuft und hat fast die Level 50 erreicht. Sehr schön. Spomi, gut, der braucht noch ein bisschen. 6 Impacts. Alte ihr Pride läuft seit 21 Stunden und hat noch 21 Impacts. Holy shit. Der Christian Marschner läuft noch. Sehr gut. Gut, dann töten wir erstmal die Todperson. Und eigentlich können wir die nächsten toten Mädels rausschicken, ne? Wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir sie jetzt schon mal losschicken. Die müssten sich ganz unten befinden. Da haben wir Tod Nummer 1. Die waren gestern ja noch Kinder. Ach, ich werde sie nie im Leben finden, ganz ehrlich. So. Es ist unmöglich, in der Vault noch irgendwas zu finden. Ja, schön verkackt, Zero. Schön verkackt. So, wir töten erstmal die Toten. Ja, es sind die lebenden Untoten, Freunde. Nein, eigentlich sind sie ja schon tot, sie wissen es nur noch nicht. So. Das ist eigentlich der Plan. Wir packen hier rechts eine Baracke hin und machen das zu unserem Folterraum, beziehungsweise zu dem Unfallraum, wo die Todeskrallen zurücklaufen. Wenn wir da die Baracke hingebaut haben, ist alles gut. Dann können wir 200 Personen fassen. Mehr wollen wir doch nicht. So, die zweite tote Persönlichkeit. Dann können wir euch gerne rausschicken. So. Tot. Da, zwischen den Männern versteckt sie sich, ne? Das ist aber kein gutes Versteck. Ich weiß, wo du bist. Da. Und tot. Tschüss. Gut, bevor wir jetzt euch rausschicken, würde ich sagen, erstmal die Spartans, weil das sind halt die wichtigen, die brauchen wir wirklich. Ohne die verrecken wir halt. Da haben wir, Matto King macht eine Pause, ne? Matto King ist der Einzige, sehr schön. Was hast du für eine Waffe? Haben wir vielleicht was Besseres für dich? Da, wir haben ein gehärtetes Scharfschützengewehr. Oder... Was noch besser ist, ein verbessertes Gleisgewehr. Sehr schön. Die Spartans müssen natürlich die übelsten Waffen aller Zeiten bekommen. Deswegen wundert euch nicht. Und ich denke mal, damit könnte er es schon schaffen, Level 50 zu kommen. Man weiß es nicht. Gut, dann Kalurak, ja? Du warst doch bestimmt einer von unseren Ödländern, oder? Ja, Kalurak. Ich glaube, du wolltest du nicht irgendwie anders genannt werden? Kann das sein? Oder hatte ich da nicht irgendwas aufgeschrieben? Naja. Schicken wir dich erstmal raus. Raus aus dem Garten. Ich weiß, man sagt zwar nur, die Harten kommen in den Garten, aber du bist viel härter, du gehst ins Ödland. Und hast eine Menge Glück, das ist schon mal sehr gut. So. Dann Tevin Tyrone, ne? Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du doch. In der Residenz.
Du hast sehr gute Werte, das gefällt mir. Du könntest einiges mitbringen. Achso, der Name war richtig okay. Ich hatte irgendwas mit Vin Diesel oder so im Kopf, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich bin ja letztens erst die Kommentare durchgegangen und ich glaube, irgendwer hat da geschrieben, dass er seinen Namen ändern möchte. Ich weiß noch nicht mehr wer. So. Das dazu. Wir kriegen diese 1000 Pokémon nicht zusammen. Ach, eine Frau wolltest du. Hat hier nicht schon eine Frau gemacht? Wie sollte sie denn heißen, Kalurak? Wie sollte deine Frau heißen? Wir spielen jetzt mal weiter. Ich guck gleich nochmal nach. So, wir müssen erstmal Ödlein rausschicken, ne? Bobo Beutling macht Pause. Wo bist du? Da, Winter. So. Ach, wir haben keine Stimpacks mehr, war ja klar. Aber wir müssen ja sowieso den Tempomodus machen, den habe ich ja komplett vernachlässigt, ne? Diese ganzen Umbauarbeiten, die erfordern so viel Zeit, dass man da sich überhaupt noch gar nicht mehr mit diesen, na super, Aufträgen auseinandersetzt. Rüste 12 Bewohner mit einem Outfit aus. Ich glaube, das können wir ganz kurz zwischendurch machen, ne? Weißt du was, das kann weg. Sammle 900 Pokémon. Gar kein Problem, die brauchen wir sowieso. Yannick, der Fallout-Boss, keine Ahnung, ob du in der Vault bist. Wie wär's, wenn du mir deinen Namen schreibst? Das wäre, glaube ich, schon mal ein Anfang, oder? So, wir rüsten erstmal ein paar Leute mit Outfits aus. Wir haben ja so viele, ne? Genau, das wollten wir überhaupt auch machen. Bessere Outfits für unsere Jungs. Da wir derzeit noch nicht so viele Räume haben, die schon belegt sind mit den richtigen Leuten. Stärke, Stärke, Stärke. Keine Ahnung, was du hier tust. Wer bist du überhaupt? Wie ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Ich würde sie am liebsten wegschicken, aber es geht nicht. Huch. Crazy Artie, mein Freund. Was geht? Gut, geben wir denen erstmal Klamotten hier. Stärke. Was haben wir Gutes an Stärke-Klamotten? Wir haben zum Beispiel die robuste Gefechtsrüstung. Die würde ich aber ehrlich gesagt eher oben hinbauen. Wobei, komm. Was soll die oben? Nimm's doch. Hallo? Ach so, trägt sie schon. Haben wir es schon angezogen. Ah. Muss man erstmal wissen hier. Die trägt das auch schon. Was du hier machst, weiß ich auch nicht. Du bist ja vollkommen unnötig. Wie schön, dass ich nur die Hälfte meines Bildschirms sehe, weil mein Mikro im Weg ist. Irgendwo war hier doch noch Platz, oder? Ich glaube, da ist Platz, okay. So, haben wir jetzt genug? Haben wir gerade wieder ein paar Stimpacks bekommen? Haben wir nicht. Müssen wir hier den Tempomodus machen? Er hat einfach nicht funktioniert. Ich meine, wir können, sobald ein Unfall ausbricht, können wir immer noch den Leuten die Klamotten geben, ne? So. Natsumi Hiromoto. Okay, Natsumi Hiromoto. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was krallen wir uns da? Was möchtest du denn für eine Frau sein? Sollte sie intelligent sein? Sollte sie... Weiß nicht. Keine Ahnung. Sag's einfach. Sollte sie vielleicht in der Wasseraufbereitung arbeiten? Stärker sein als du? Dann werden wir das auf jeden Fall hinbekommen. Und hi, der Zucker. 2222. So, Stimpacks ist schon mal sehr gut. Gucken wir mal nach weiteren Leuten. So. Dann geh mal raus, Bobo. Komm schon, gib mir Kronkorken. Ey, diese Scheiße gibt mir einfach keine Kronkorken. Ich fühle mich langsam beleidigt von diesem Spiel.
Moment, das Elektrizitätswerk haben wir doch schon runter geschafft. Aber ich glaube nicht, dass eins ausreicht. Ich glaube, wir brauchen mindestens zwei. Naja. Gut. Sagen wir erstmal ein. Och man, ich will so viele Kronkorken, wie es geht, aber es geht nicht. Wir haben keine mehr. Wer ist denn noch so als Intelligenzbestie zu Hause? So, Intelligenzbestien haben wir da. Im Lagerraum hängt Eiergärken rum. Was machst du im Lagerraum? Und wo bist du? Eiergärken. Eiergärken. Wo bist du? Hä, das ist doch gerade Lagerraum. Bin ich jetzt besoffen oder was? Ach, Ray All. Aber er ist doch... Nee, er ist ein Allrounder, ne? Wo hängst du gerade rum? Gut, solange wir ja keine Ausbildungsräume haben, werden wir ihn erstmal nach unten bringen. Danach kannst du auf jeden Fall wieder weiter trainieren, bis du deine maximalen Statuswerte hast. Dann kannst du ins Ödland gehen. Wen haben wir denn noch hier? Irgendwer, wer ziemlich intelligent ist. Opa Nightwolf ist ziemlich gut am Start. Wie viel hast du eigentlich mitgebracht, mein Freund? Er hat richtig gute Sachen mitgebracht, aber kaum Kronkorken. Hm. Was fehlen ihm so an Werten? Was fehlt ihm an Werten? Kann das sein, dass er... Ihm fehlt eigentlich nur Charisma und Glück. Okay, ich muss mal ganz kurz realisieren, was hier im Chat abgeht. Intelligentes Kliniker. Party Hard. Ich muss sagen, das Spiel Party Hard hat mir optisch gefallen. Würde ich auch wahrscheinlich gerne spielen wollen, aber... Ich bin derzeit noch auf Shelterit und deswegen werden wir nachher Shelterit spielen. So, eine intelligente Frau, die in der Klinik oder in der Forschung arbeitet. Okay, okay, das kriegen wir hin. Hiromoto, das kriegen wir hin. Wer bist du? Sophia. Sophia war, glaube ich, keine Abonnentin, soweit ich weiß. So, gucken wir mal in den Chat. Wie sollte sie heißen? Da, Natsumi. Natsumi. Hiromoto. So, ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Wir suchen noch mal kurz nach einer anderen Person. Da war sie. Fry Tyrone. Bei dir nehmen wir mal kurz ein N weg. Ich habe mal ganz kurz gerade die ganzen Chat durchgelesen. In 2 Sekunden. ja, ich spiele seit Release eigentlich schon Fallout 1. Täglich. Mit euch zusammen. Nur in der Aufnahme. Also ich spiele das Ding nicht offline. Also diese Vault spiele ich nicht offline. Meine eigene Vault spiele ich ein bisschen offline. Allerdings... Ist diese zu technischen Zwecken da. Ich teste da Dinge wie zum Beispiel, wie lange läuft zum Beispiel ein Mr. Handy im Ödland oder was passiert, wenn Leichen auf dem Boden liegen gelassen werden. Das alles teste ich in meiner eigenen Vault, privat. Und so kommen wir auf jeden Fall immer wieder weiter. Sehr schön. Gut, dann sind sie alle zufrieden, ne? Gut. Wir haben immer noch nicht diese 1000 Kronkorken. Egal, aber wir können jemanden rausschicken. Und zwar schicken wir Chuck Norris raus, weil er Level 80, 50 ist. 80 wäre cool. Wäre auch geil, wenn sie die Levelgrenze ein bisschen erhöhen könnten, ne? Gut, da würden die Leute natürlich noch länger laufen, aber für ein Let's Play wäre das nicht so schlecht. Aber die lassen uns heute nicht in Ruhe. Die lassen uns heute nicht in Ruhe. Yannick, der Fallout-Boss, wenn Leichen liegen gelassen werden, ein Tag, 24 Stunden lang, dann verschwinden sie.
Zilord, wir waren doch vorhin schon auf dir drauf. Wir haben doch geguckt, was du für eine Waffe hast. Ich tue es dir jetzt noch einmal zu Gefallen, aber dann nicht mehr. So, du hast einen Flammenwerfer. Und zwar einen gehärteten. 15 bis 18 Schaden, das ist schon recht gut. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Also sollte ich gleich aus Versehen niesen müssen, dann wisst ihr Bescheid. Und wie Spoby einfach an den Leuten vorbeiläuft. Spoby? Was? Nein. Chuck Norris. Chuck Norris hält es nicht für würdig genug, die Leute fertig zu machen, glaube ich. Oh, ich habe vergessen, die Wachmänner. Egal. Sind sowieso nur diese beiden, ganz ehrlich. So. Also eingesammelt. Wir haben die 1000 Kronkorken. Das heißt, wir können jemanden wiederbeleben. Und zwar den Jason, der uns mit 2300 Kronkorken beglücken wird. Und auf jeden Fall noch mit der getunten Plasmapistole. So, wir müssen uns trotzdem mal fokussieren und den Leuten erstmal die Rüstung geben. Es sind nur 12 Rüstungen, wieso kriege ich das hin? So. Wir geben einfach jetzt irgendwelchen Leuten Rüstung. Wobei, nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Wir machen das einfach so, wie cheaten, wie vorher auch. Geben ihm ein Adelsoutfit und geben ihm dann wieder den Handwerker-Scheiß. So. Chirurgen-Outfit, Handwerker-Scheiß. Adelsoutfit. Hä? Kevin Deuf. Was zum Teufel tust du da? Was hast du da an? Achso, klar. Wir brauchen ein Stärke-Outfit. Was mache ich denn da? Der braucht doch Militärkleidung hier. Wieso habt ihr diese Kleidung an? Ich habe es gerade erst realisiert, dass irgendwas hier nicht stimmt. So. Okay. Gehen wir zu den Jungen da. Manche Leute sind hier echt verwirrt eingeplant von mir. Du warst doch eigentlich da oben und hast trainiert, ne? Stimmt. Hier ist irgendwie ein bisschen was durcheinander gekommen. Egal, das machen wir ein anderes Mal. Freunde, es wird ja gerade schon darüber gesprochen. Was würdet ihr für zu einem Until Dawn Let's Play halten? Würdet ihr wollen, dass ich Until Dawn spiele oder würdet ihr sagen, lieber nicht? Das ist hier die Frage. Zumindest haben wir gleich die Kronkorken schon mal zusammen. Wir sollten uns weiter um die Klamotten kümmern. Freunde, heute 22 Uhr, Until Dawn Let's Play. Nur mal so zur Info. Ich habe mir am Donnerstag eine PlayStation 4 gekauft. Mit Until Dawn. Ich hab's Freitag schon aufgenommen, ordentlich. Heute um 22 Uhr, ne? Vorbeischauen. So, und wir geben so lange mal Klamotten ab. So, gepanzerten Outfit bekommst du auf jeden Fall wieder. Ich hab einfach zu viele Klamotten für diesen Trick, ne? So, mehr Klamotten für die Jungs. Da, das hier hattest du an, ne? Ja, ich bin immer für Überraschung gut, ne? Zilord, also ehrlich gesagt habe ich noch nie Batman gespielt, also kein Batman Arkham-Titel. Ich weiß nicht, ob das so meins wäre. Es ist derzeit so viel geplant bei mir. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das irgendwo reinkriegen kann. So. Geben wir dir auf jeden Fall erstmal dein Filmfan-Outfit wieder. Du kriegst Chirurgen-Outfit und kriegst du den Scheiß wieder. Wir beeilen uns jetzt mal über den Kram hier ein bisschen. So.
Militärkleidung für dich. So. Militärkleidung für dich. So. Und Militärkleidung für dich. So, das hätten wir abgeschlossen. Nächster Auftrag wäre dann erhöhe Spezialstatistik von 10 Bewohnern. Das ist ja easy. Energie sammeln ist auch easy. Dann müssen wir gar nicht erst dabei sein. Das freut mich, Kalorak, dass du viel hier gelernt hast. Ich versuche auch immer mehr herauszufinden. Deswegen habe ich ja auch diese private World, wo ich sehr viele Dinge teste, um diese euch mitzuteilen, damit ihr im besten Falle ein richtig gutes Spiel hinlegen könnt. Ohne so wie ich 50 mal die World neu aufbauen zu müssen. Gut. Haben wir den jetzt schon wiederbelebt? Haben wir jetzt schon wieder neue 10.000 Kronkorken bekommen? Für Lau? Oh, da war noch ein Toter. Da habe ich jemanden Toten gesehen. Achso, nee, das war der Name. So, Fry Tyrone hat die Werte. Können ja gerne mal nachgucken, solange es brennt. Ich habe natürlich gewusst, dass es anfängt zu brennen. Ich meine, ich kenne doch meine World. Hat schon aufgehört? Krass. Fry Tyrone ist sehr intelligent und arbeitet im Krankenhaus, mein Lieber. So, okay. Ödländer rausschicken, ganz wichtig. Wenn wir keine Ödländer rausschicken, kriegen wir kein Geld. Und Geld ist das, was wir derzeit brauchen. Ich will auch Glück haben in Fallout Shelter. Ich bin ja einer der Let's Player, die am meisten Pech haben in diesem Spiel, ne? Ich meine, was haben wir derzeit bekommen? Wir haben einen einzigen Typen aus den Lunchboxen bekommen, mehr nicht. Der Rest war alles Kacke. Naja. Gut, muss man mitleben, ne? Muss man mitleben. Ödländer rausschicken. Captain Bazooka ist in der Residenz hier irgendwo. Captain Bazooka da. Ach komm, nein! Oh. So, da habe ich dich. 25 und 10. YOLO und Tefti, ich werde glaube ich noch ein bisschen streamen. Wir werden jetzt glaube ich noch eine Dreiviertelstunde Fallout Shelter spielen und dann werde ich höchstwahrscheinlich ein anderes Spiel einlegen. Und das wird höchstwahrscheinlich Sheltered sein. Das ist so ähnlich wie Fallout Shelter, nur anders. Es ist anders, aber ähnlich. Und ich gebe euch nur diese zwei Tipps. So. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ödländer rausschicken und Tempomodus. Obwohl, die 59 Sekunden, die möchte ich gerne noch warten. Wie lange haben wir es hier? Eine Minute müssen wir auch eigentlich noch warten, ne? 5 Minuten, hier können wir auf jeden Fall den Tempomodus machen. Wir könnten eigentlich auch mal versuchen, irgendwie mal... Nee, lieber nicht, lieber nicht. Ich hab's mir gerade anders überlegt, währenddessen ich es gesagt habe. Lässt lieber gut sein. Der Zero spricht wieder verwirrende Dinge aus. Okay. Maulwurfsratten. Aber die sind nicht so schlimm. Wer bist du eigentlich? Achso, Ray All. Wir müssen noch 26 Tempomodus machen. Ist überhaupt gar nicht übertrieben, nö. Nö. Stehe ich drauf. So, damit haben wir das. Machen wir jetzt den Tempomodus, bis neuer Fehlschlag kommt. Ach, Spomi, übrigens, du wolltest ja einen Partner haben. Ich weiß, dass du eine Frau bist in unserer World, allerdings brauchen wir alle Männer. Die können wir leider nicht zu Partnern machen. Ich mache das nur mit den Frauen, weil wir wirklich genug Frauen haben. Und das passt schon. Aber bei Männern, immer so eine Sache. Oh, dieser Raum, der ist so hässlich. Ich will den nicht.
Wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden, glaube ich, hier einmal Fahrstühle durchziehen oder so. Einfach mal richtig Geld ausgeben und hier einmal komplett Fahrstühle durchziehen. Bam. Weil so ein Fahrstundenraum sieht einfach hässlich aus. Ah. Hopp. Gut. Ich weiß nicht warum, aber dieser Raum ist verdammt verflucht. Wir haben jetzt dreimal versucht, den Tempomodus zu machen und dreimal ist er schiefgelaufen. Glaube ich. Oder zweimal. Können wir vergessen, dieser Raum ist... Die Leute sind fast tot. Okay, wir machen hier den Tempomodus. Ich glaube, da ist es besser. Oh, wir haben 33. Wer geht denn als nächstes los? Am besten 50er, ne? Der Henk ist 50. Oh, wir haben voll viele 50er, sehe ich gerade so. Und die meisten davon hängen noch in der Vault. So, Henk, wo ist Henk? Oh Gott. Oh Gott. Die krepieren an Feuer? Welches Level seid ihr? 30. Wie kann man mit 30 noch an Feuer krepieren? Ich meine, bei 1 bis 5 kann ich das nicht verstehen, aber 30. So, suchen wir erstmal Henk. Den checken wir erstmal raus. Der wird uns noch ordentlich Kronkorken besorgen. Ich finde es übrigens faszinierend, dass wir 145 Leute haben und 80% sind zufrieden. Das finde ich echt nicht schlecht. So, 10 noch dazu. Und sagen wir mal, wir machen jetzt hier den Tempomodus. Weg. So. Ja, da funktioniert das, ne? Da funktioniert es einwandfrei. Echt faszinierend. Ja, ist gut mit deiner scheiß Energie. Verpiss dich damit. Okay, wie sieht's eigentlich mit Bertha aus? Bertha müsste doch langsam zurückkommen, ne? 7 Minuten. In 7 Minuten kriegen wir wieder Geld. Aber nicht viel, ne? 3000. Wie viel haben wir derzeit? Knapp 2000. Wir können den letzten Fahrstuhl bauen, oder? Wir können den letzten Fahrstuhl bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, wir brauchen noch 2 Fahrstühle. Wir brauchen noch einen Fahrstuhl. Ist das dreckig. Aber dann haben wir das Grundgerüst, ne? Fast. Dann fehlen eigentlich hier nur noch die Fahrstühle. Die fehlen uns dann noch. Achso. Oh. Ich habe mich gerade ganz kurz erschreckt. Hier sind ja die Fahrstühle und ich guck so, die Fahrstühle laufen nach oben und voll gegen den Raum. Und ich habe überlegt, habe ich da was falsch gemacht? Aber ich auf diese Seite gesehen, habe gesehen, dass wir hier ja einen Knick drin haben. Also theoretisch alles in Ordnung. Theoretisch. Aber leider nicht praktisch. Moment. Moment. Nee, ist richtig, ne? Wir gehen hier nach links. Wir gehen hier nach links und diese Gebäude müssen ja weg. Glaube ich. Warte. Masterplan. Wo bist du? Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Wo ist der Masterplan? Da. So. Genau, hier sind 2 Räume. Genau. Derzeit haben wir hier 3 Räume und da gehören eigentlich 2 Räume hin. Oh, ich... Erstmal einen Schock fürs Leben bekommen, dass ich irgendwie falsch geplant hätte. Aber ich habe es mir einfach noch nicht gemerkt. Okay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Damit kann ich leben. Das mit dem Tempomodus ist irgendwie ein bisschen assig, wenn die Leute das nicht hinkriegen. Naja, nein. Gut, probieren wir es einfach bei anderen Räumen aus. Wir brauchen ja noch eine Menge Energie, deswegen werden wir einfach bei der Energie nochmal im Tempomodus machen. Passt schon, oder? Finde ich schon. Ich will diese verdammte Lunchbox haben. Und jedes Mal, wenn wir uns so richtig krass anstrengen, eine Lunchbox zu bekommen, ist da einfach Geld drin. Da ist einfach Geld drin. Meine Güte. Ja, ist gut. Ich weiß, dass wir Energie brauchen.
Ist doch mal entspannt, dass der Chat ruhig ist, oder nicht? Die letzten Male war ja auch mal wieder ein bisschen was los. So. Tempomodus. Gut, ich würde sagen, wir wagen es hier auf jeden Fall erstmal nicht, den Tempobus zu machen. Oh, die olle Gurke ist richtig gut drauf. Oh, nicht schlecht. Wir machen jetzt hier unten den Tempomodus weiter. Hat man das Ding schon ausgebildet? Kein Stück, nein. Naja. Besser als nichts. 15% und Fehlschlag, das ist echt. Ich kriege hier die Krise bei dieser World. Hier laufen überall noch Leute durch die Gegend. Ich würde sagen, wir packen einmal diesen Mr. Goods hier oben. Weil anscheinend brauchen wir ihn in diesem Raum nicht, weil da keiner drin ist. Logischerweise. Habe ich schon wieder Mr. Goods gesagt? Ich meine natürlich Mr. Handy. Oh, da ist meine Tochter. Ziemlich energielastig. Wie geht's denn meiner Frau und meiner Enkelin? Enkelin, ne? Oma und Lili. Hey, wer bist du? Ich hätte Lust auf ein langes, entspanntes Bad. Ich gebe dir gleich was anderes, langes, entspanntes. Hau ab! Weg von meiner Familie und meinem Raum. Kann man Räume nicht abschließen? Ich soll euch ein paar Fragen stellen. Normalerweise ist es doch andersrum. Wieso fragt mich der Chat nicht ein bisschen was? Das wäre doch mal was Neues. Beziehungsweise was Normales. Was Neues wäre, wenn ich euch frage. Aber ich kann ja gerne mal ansprechen, was ich mir bei Until Dawn gedacht habe. Es ist ja so, dass wenn ein neues Spiel rauskommt, ist es eigentlich für mich nicht wirklich, ja, Let's Play-fähig, weil tausend andere Let's Player halt wirklich dieses Spiel auch Let's Playen. Deswegen mag ich das eigentlich nicht so, frisch releasede Spiele zu spielen. Es werden natürlich immer wieder Spiele auf meinem Kanal kommen, die fresh released worden sind. Da wäre einmal Halo 5, das wird sofort Let's Played, aber auch nur, weil ich Halo schon immer gespielt habe. Tomb Raider, weil es eine Fortsetzung ist, und Fallout 4, weil... Fallout 4, Freunde, ich bitte euch. Und bei Fallout, sag ich schon, bei Until Dawn habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar, Until Dawn ist ja so ein Spiel, das mehrere Wege hat. Das heißt, egal wie man es spielt, wenn man es immer anders spielt, wird auch immer etwas anderes bei rauskommen. Und ich habe mir so ein Let's Play davon angeguckt, weil mich dieses Spiel interessiert hat. Und als ich dann so die Möglichkeiten gesehen habe, was man da hat mit dem Lasse deine Freundin fallen, Spoiler und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn man sich immer falsch entscheidet? Und da habe ich gedacht, boah, ich habe voll Bock auf das Spiel und ich wollte mir sowieso eine PlayStation 4 holen. Da habe ich mir, okay, holst du dir einfach eine PlayStation 4. Und samt Until Dawn war in einem Paket drin. Und ich werde in meinem Let's Play testen, was passiert, wenn man den falschen Weg eingeht. Das heißt, wenn man sich schlecht entscheidet. Ich habe mir das so überlegt, ich werde immer das Gegenteil von dem nehmen, wie ich mich entschieden hätte. Außer natürlich, wenn jemand sterben muss, weil am Leben sollten die Leute auf jeden Fall bleiben. Gut. Was haben wir denn da? Alle, da sehe ich einmal Fallout 4 und dann spricht der Chat über nichts anderes mehr als Fallout 4. Ich frage mich echt, ob die irgendwas mit Fallout Shelter in Fallout 4 machen werden. Ich meine, es ist nicht mehr so schwer, ein Spiel auf dem iPhone oder so auf die Xbox zu bringen. Also von wegen Spielelemente und so weiter und so fort. Ich meine, du konntest ja schon bei Watch Dogs konntest du interagieren, du konntest bei Assassin's Creed interagieren, mittlerweile kann man mit dem Smartphone in jedem Spiel interagieren, auch in Fallout 4 kann man das. Also, wieso nicht irgendwas einbringen, was deine World in Fallout 4 quasi macht? Wenn sie das machen würden, wäre das echt awesome, ne? Ja, Yannick, der Fallout-Boss. Ich habe mich schon ein paar Mal erschreckt. Und ihr kennt mich, Freunde, ich bin sehr, sehr, sehr schreckhaft. Ich meine, ich erschrecke mich in Skyrim. Ganz ehrlich. Wie kann man sich in Skyrim erschrecken? Naja. Gut, Geld haben wir wieder ein bisschen, können aber uns keinen Fahrstuhl leisten, ne? Schade, ne?
Wir gucken mal nach den Ödlern, die gerade unterwegs sind. Vielleicht können wir jemanden vorzeitig schon nach Hause schicken. Also Christian Marschner scheint mir ein bisschen gefährlich zu sein, aber der dürfte eigentlich noch einen Tag laufen, ne? Ja, der läuft noch einen Tag. Der läuft noch einen Tag. Ansonsten sieht es bei den anderen, glaube ich, ganz gut aus. Die anderen kehren zurück. Opa Nightwolf ist 50, Jason ist 50, Z-Lord ist 50. Das heißt, wir haben drei Leute schon, die in unserer World aufpassen können. Wie meinst du das, Bomi? Das ist doch nicht schwer umzusetzen. Ich meine, theoretisch muss man ja eigentlich nur die Namen aus Fallout Shelter rauskopieren. Ich meine, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja alles nur ein Programm und irgendwo im Programm ist ein, was weiß ich, eine Node-Datei, wo die Namen drin stehen, der Bewohner mitsamt Verlinkung. Und wenn man diese einfach rauskopieren würde aus der bestimmten Spalte und in Fallout 4 einsetzen würde, ist ja egal, wie die Bewohner da aussehen. Ist ja egal, ob die männlich oder weiblich sind. Aber es wäre schon cool, wenn die da wären. Finde ich jetzt persönlich. Aber ich denke mal, männlich und weiblich ist das auch gar kein Problem. Das dürfte ja auch wohl hinzukriegen sein. Das ist nur meine Meinung, ne? Also, ich verstehe schon ein bisschen mehr von Technik. Ich kann ja auch Webseiten und alles programmieren. Deswegen weiß ich, wie man das so mit den Namen regelt, dass man eine Textdatei hat. Im besten Falle, wo alles halt draufsteht und gespeichert wird. So, wir müssen aber immer noch ein paar Tempomodus machen. Ein paar ist gut, Alter. Wir sind immer noch nicht bei der Hälfte. Ja, Spumi, schreib's mir auf. Selbstmordattentäter, welches Level du bist? Das können wir gerne mal gucken. Wir sind ja gerade sowieso in einer recht entspannten Phase. Wo bist du denn da? Der Selbstmordattentäter. Du bist Level 14. Aber wo arbeitest du? Oh, du arbeitest richtig. Habe ich gesehen. So, kriegen wir jetzt noch ein bisschen Kronkorken zusammen? Komm schon. Wie viel brauchen wir insgesamt für den Fahrstuhl? 1525. Natürlich wäre es möglich, die Namen aus Fallout Shelter in Fallout 4 zu implantieren. Ist ja eigentlich nicht das Problem. Ich meine, wir haben hier eine Liste mit Namen. Das heißt, diese Liste muss ja auch irgendwo programmiert worden sein. Das heißt, man kann doch einfach die Namen daraus holen und einfach in Fallout 4 reinsetzen. Naja, man muss es ja nicht unbedingt verstehen, wie man das reintut, aber man kann es reintun. Man kann diese Konten zusammen verbinden. Ich meine, du kannst, ach, schon wieder ein Raid-Angriff. Du kannst ja sogar deine Xbox-Nachrichten auf dem Handy angucken, über App. Gut, das geht auch über Website, aber naja. Einfach synchronisieren, man kann die Daten synchronisieren, Janik, der Boss. Dann muss ja nur dein Handy, muss einfach nur im WLAN sein oder dein Tablet und die Xbox. Dann kann man einfach auf Synchronisieren drücken. Und die müssen ja nicht mehr im gleichen Netz sein, die müssen einfach nur im Internet sein. Das heißt, du kannst mit dem Handy rausgehen, dein Volumen nutzen und deine Xbox anmachen und schon könntest du das Ganze synchronisieren und das war's. Was steht denn da? Achso, der Mr. Gutzi. Handy. Ja, Spomi, es geht. Mir geht es derzeit nur um die Namen. Das heißt, dass man die Personen, die man in der World hat, was sich im Ödland findet, was sich, dass sie gerade im Ödland unterwegs sind und durch die Gegend streifen, oder dass man erfährt, dass diese World vielleicht explodiert ist oder dass es ein Problem gab und einige überlebt haben, dass sie, was weiß ich, 10% der World mit ins Spiel reintun, als Überlebende der World 666. Das ist so das Große und Ganze.
So, haben wir kurz eingesackt. Aha, wir haben genug Kronkorken, um den letzten Fahrstuhl zu bauen. Bäm. Okay, damit haben wir die Wall quasi aufgebaut. Ich weiß, es fehlt hier eigentlich noch eine Menge Fahrstühle. Ah, wie viele fehlen da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Fahrstühle fehlen uns noch. Ach, du ahnst es nicht, Alter. Ich denke mal schon, dass die da irgendetwas planen. Ich meine, und wenn es nur so ein geringes, was weiß ich, dass man ab und zu mal einen im Ödland findet aus der Vault. Ich denke mal schon, dass sie irgendwas sowas planen, dass man zwischendurch vielleicht läuft einfach mal so ein Mannequin durch die Gegend und der hat einen seltsamen Namen und du denkst, hey, den Namen kenne ich doch. Und dann guckst du ihn an und sagst, hey, ich komme aus Vault 666 und meine Vault ist explodiert, als ich eine Bombe gelegt habe, weil ich ein Arschloch bin. Und dann hast du die Wahl, ihn halt umzubringen oder so, was weiß ich. Und wenn er dann noch gleichzeitig in der Vault hier drin auch noch stirbt, wäre das cool. Aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen zu weit. Das würde zu weit gehen. Oder wenn man ihnen irgendwie ein paar Gegenstände einfach mal ins Inventar drückt oder so. Hier, nimm mal für deine Vault. Das wäre auch ganz cool. Aber das ist halt nicht so leicht umsetzbar. Das mit den Namen, die kann man einfach rausholen und ins Ödland packen ohne Ende. Ist ja gar kein Problem. Naja. Wir wollten Ödländer rausschicken, ne? Wir haben bestimmt wieder genug Stabacks. Jowulf! Aufbereitungsstation, was machst du da genau? Jetzt rausgehen. Ja, oh Gott, wir haben so viele Geräte, dass wir wieder genug Stimpacks haben. So, 25 und 10. Zack. Holen wir uns den nächsten Ödländer. Das ist der Krümelmonster. Hab dich sofort gesehen an deiner schicken Kleidung. So, 25 und 10. Naja, Yannick, der Boss, ich bin höchstwahrscheinlich nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist und der den wahrscheinlich 100 Briefe geschrieben hat. Also ich denke mal, dass diese Idee mit dem, dass die Wortbewohner durchs Ödland reisen, wirklich schon eine sehr bekannte Idee ist. Also bin ich der Meinung. Wie spät haben wir es? 18:25. Gut, wir machen noch ein paar Minuten. Können auf jeden Fall noch ein paar Ödländer rausschicken, die Energie auf jeden Fall zu Ende machen. So, Lion Sprite, wo steckst du? Du bist das, ne? Ah, das bist du doch. Du, das weiß ich doch. So, dann stecken wir dich mal hier rein. 25 und 10. So. Sorgen wir nochmal für ein bisschen Tempomodus, oder? Shelter beginnt so in, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten. Im Fallout Shelter machen wir auf jeden Fall noch ein paar Minütchen. Ich möchte auf jeden Fall die Energie noch zusammenkriegen und eventuell noch ein, zwei Ödländer rausschicken. Und dann werden wir für heute aber auch Schluss machen und dann zu Shelter wechseln. So, das lief doch schon mal gut. Wie viel Tempomodus sind noch? Oh. Okay, das werden wir höchstwahrscheinlich im Laufe der Woche hinkriegen. Scheiße, er macht die Tür auf, ne? Okay, die Todeskrallen sind zu blöd. Kannst du nicht mal irgendwie darunter gehen? Und du... Achso, du hast zu viel Leben, ne? Du hattest doch richtig viel Leben, oder? Ne, du hattest wenig Leben. Dann geh du mal hoch. Okay, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Wir haben keine Stimpacks mehr. Wir haben einfach keine Stimpacks mehr. Ich glaube, meine Maus war die ganze Zeit im Bild, ne? Mr. Handy? Also wenn Mr. Handy stirbt, kostet es übrigens 2000. Okay, es haben alle überlebt. Hui. That was close, würde ich mal sagen. Ja, die Geräusche kommen ein bisschen zu spät. Das liegt daran, dass Otto momentan sehr große Probleme hat hier in meiner Gegend. Und ich bin schon recht froh, dass der Stream überhaupt läuft.
Am Anfang des Streams hatten wir noch sehr, sehr große Probleme. Da hat das Stream noch nicht funktioniert. Und erst im Laufe der Zeit hat sich das Ganze irgendwie stabilisiert. Finde ich recht gut. Black Sword? Warst du nicht gerade unten? Nee, das war jemand anderes, ne? So. Haben wir mal wieder Todeskrallen überlebt. Wurde auch Zeit, dass wir die mal wieder kriegen. Wann hatten wir sie zuletzt? Am Anfang des Streams, ne? Ich könnte irgendwann bestimmt Fried Terrorun losschicken. Wir werden aber allerdings auf jeden Fall noch definitiv an der Vault arbeiten. Wenn wir den Grundriss aufgebaut haben, wenn wir die Leute endlich wieder platzieren können, dann können wir die Leute auch immer wieder ordentlich rausschicken und nicht immer nur die 50er rausschicken. Weil derzeit schicke ich halt nur die 50er raus. Damit die halt viele Kronkorken bringen, ne? Oh, uns fehlt es bald mal an Nahrung, ne? Ja, das liegt daran, dass das hier halt komplett leer ist. Ich würde sagen, wir können da eigentlich mal die Leute einteilen, ne? Das war doch bestimmt... Welche... Was haben wir gebraucht? Ah, ne? Wir teilen da einfach mal ein paar Leute ein. Ups, das war zu spät. So. Wolfgang ist schon im Garten. Christian Marschner ist draußen. Luca the King. Wo bist du denn? Da bist du doch. Luca the King. Ich würde sagen, du gehst mal arbeiten. Wie viele Leute sind hier drin? 6, okay, gut. Suchen wir mal weiter. Garten, Garten, Dinner. Benjamin B. Ganz ehrlich, was willst du im Dinner? Nimm's doch! Ich werd ja aggressiv bei dem Spiel, ne? So, ja, Yannick. So, Yannick, jetzt weißt du auch, wo du bist. schicken wir dann dahin. Hin. Machen wir erstmal den Raum voll, ne? Wer bist du? Kevin Michels, habe ich dich dahin geschickt? So, die werden 10 Jahre brauchen, bis sie da ankommen, aber egal. Dann sind sie wenigstens da und dann verdienen wir ein bisschen mehr Nahrung. Man sieht schon, Nahrungsknappheit ist bei uns schon ein bisschen größer geworden. Wir müssen jetzt auch erstmal auf die Population achten, nicht, dass wir 200 Bewohner haben und die nicht ernähren können. Wir müssten die hier nämlich erstmal ausbilden, ne? Ich finde es sowieso faszinierend, dass wir sämtliche Struktur abgebaut haben und da noch keine Probleme hatten. Wir hatten einfach keine Probleme mit irgendwie Nahrung, Elektrizität oder Wasser. Vielleicht ein bisschen Glück oder war das Können. Das weiß wohl niemand. So, Bertha, mein Freund. Mein bärtiger Freund. Komm mal rein. Hast du eigentlich ein Doppelkinn oder ist das ein Bart? Ich glaube, das ist ein Schatten. Damit haben wir auf jeden Fall 3000 Kronkorken. Ich weiß noch nicht, was wir damit bauen können. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Aber wir können mal gucken, was wir ganz dringend brauchen. Ich glaube, ganz dringend brauchen wir derzeit wirklich Baracken. Wir müssen dieses Barackenproblem auf der rechten Seite jetzt lösen. Die letzten zwei Baracken müssen da weg. Ansonsten kommen wir nämlich nicht voran. Und deswegen müssen wir Baracken bauen. Und zwar zwei Stück. Einer da. Und den nächsten können wir nicht bauen. Da fehlen uns noch 100 Kronkorken. Die kriegen wir noch hin, ne? Die kriegen wir noch hin. Vielleicht auch irgendwo ein bisschen Tempo-Modus machen. Jetzt, wo uns hier die Ressourcen ausgehen, kann man das gerne mal machen. Das ist doch nicht euer Ernst! 15%! Ich dreh durch. Haben wir es geschafft? Ich glaube. Okay. Ich will doch nur diesen Tempo-Modus. Mehr will ich nicht. Mich verarscht von dem Spiel. Ich fühle mich einfach verarscht. Weißt du, genau dann, wenn wir Feuer brauchen, kommt kein Feuer. Und jetzt ist zweimal hintereinander Feuer gekommen. Komm, Rebecca, du bist doch gut. Ich weiß, dass du gut bist. Siehst du, Rebecca kriegt's hin. Rebecca kriegt einfach alles hin. Ich meine, sie ist ja auch die Frau des Aufsehers, ne? Ganz klar. So, uns fehlen immer noch 16. Ja, die werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr hinkriegen.
Heute nicht mehr. Na gut, wir haben bestimmt wieder weitere Kronkorken, sag ich schon, Stimpacks bekommen. Wollen wir natürlich auch einsetzen. Wir gehen erstmal auf Stufe am besten, ne? Stufe. Lion Sprite, der macht Kaffeepause. Da rennt er rum. Hab ich dich. So. Zack. Und 25.10. Sehr gut. Okay, wie lange haben wir hier noch die Zeit? 4 Minuten und eine Minute. Na gut, Freunde, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir hören für heute mit Fallout Shelter auf. Morgen sehen wir uns dann bei einer normalen Folge. Heute um 20 Uhr kommt die Wiederholung, falls ihr irgendwas vergessen habt, auf YouTube. Mein Kanal findet ihr unten unter dem Video, beziehungsweise auf der Startseite findet ihr unten nicht nur die Regeln, sondern auch den Link zu Twitter, Facebook, YouTube, alles, was ihr so haben möchtet. Wir sehen uns also gleich erstmal wieder bei Shelterit. Ich werde ganz kurz noch die Folge von Fallout Shelter vorbereiten. Und werde aus diesem Grund höchstwahrscheinlich den Stream kurz beenden müssen. Gehen wir hier auf diese Seite. Aber noch mal kurz die letzten Sachen rein und beende den Kram. Und dann gucke ich jetzt mal, was schreibt ihr denn gerade so Schönes? Ich fände einen Stream zu Fallout 4 geil, also wenn es dann raus ist. Ich werde es nicht machen, weil das, die Qualität eines Streams finde ich jetzt nicht so gut, als dass ich Fallout 4 dafür im Nachhinein auf meinen Kanal tun möchte. Ich werde höchstwahrscheinlich die ersten Folgen von Fallout 4 ein bisschen länger halten. Danach werden wir zurück auf 20 bis 30 Minuten gehen. Ich denke mal, so eine Stunde werden wir dann die ersten 5 Folgen machen oder so, dass wir 5 Stunden haben. Dass ihr auch alle wirklich befriedigt seid. Und ich schließe mal hier Fallout Shelter. Und dann spielen wir gleich auf jeden Fall Shelter. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wir haben es ja am Mittwoch schon gespielt. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Und ich ziehe mal hier kurz das Ding hier rüber. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt eine kurze Pause ein. Ich mache das auf jeden Fall, dass Fallout Shelter heute um 20 Uhr fertig wird. Und dann bin ich wieder online. Das heißt, kleine Pause statt vieler Worte. Wobei, ich mache kurz den Stream offline und dann wieder online und dann seht ihr wieder den Standby-Modus. Bis gleich.